Ja, ich begrüße Sie recht herzlich hier im Lottertreff Rheinland-Pfalz zur Pressekonferenz der Regionalliga-Begegnung VfB Wormatia Worms gegen den FSV Frankfurt. Recht herzlich, die Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von Rowe Motoröl. Ganz herzlich begrüße ich natürlich hier oben die beiden Trainer vom SSV Frankfurt, Alexander Konrad und Stephen Jones vom VfB Wormatia. Und ein herzlicher Gruß gilt auch an Pressevertreter. Wir wollen gleich in die Spielanalyse einsteigen. Herr Konrad, ich darf Sie um Ihr Statement bitten. Ja, hallo. Ja, nicht ganz einfaches Spiel für uns. Eben nach dem Mittwoch, wo wir sehr gut aufgetreten sind, so ein Big Point haben einfahren können, eben im Derby gewonnen. Dann habe ich mich entschlossen, die gleiche Mannschaft nochmal aufs Feld zu schicken. Also nicht, ich glaube, dass es eher ein psychisches Problem dann sein könnte, Motivation etc., als dass wir jetzt kräftemäßig da Probleme bekommen. Und von daher wussten wir, dass es ein schweres Spiel wird. Wir sind natürlich beide auch auf Augenhöhe. Und ja, es ging nicht so schlecht los. Wir hatten ein paar Balleroberungen, erste Halbzeit, die wir dann nicht so gut ausgespielt haben. Ja, und dann gab es eine Phase, haben wir zu viele wilde Sachen gemacht einfach. Also so gegen den Ball und irgendwie auch das vor dem Tor, können wir einen Konter fahren, treten auf den Ball, schieben dann auf Doro nicht gut zu, der kann den platzieren. Natürlich waren es schwierige Bedingungen mit dem Wind. Aber das Problem lag erste Halbzeit nicht irgendwie am Wind bei uns. Also waren wir zu konfus in vielen Situationen. Dann ging dann Worms verdient in Führung und wir haben es in der Pause eben angesprochen. Und Wechsel Marco Koch dann auch mit dem Wind, zweite Hälfte, hat man dann gleich gemerkt, was wir wollen, was wir vorhaben. Natürlich glücklich, dass du dann das 1-1 machst zu dem Zeitpunkt. Und dann wurde es natürlich für Worms immer schwieriger aufgrund des Windes. Und dann am Ende eben schönes Tor von Vito Kluth, der endlich mal wieder getroffen hat. Alles in allem haben wir dann auch nicht mehr viel zugelassen. Und ich denke, aufgrund der zweiten Halbzeit geht es in Ordnung. Erste Halbzeit waren wir glücklich, dass wir da nicht höher in Rückstand geraten sind. Danke. Ja, vielen Dank, Alexander Konrad. Steven, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, zunächst mal hallo zusammen. Ich glaube auch, dass man gesehen hat in den ersten 10 Minuten, dass zumindest wir ein Stück weit nervös waren, aber dass wir auf jeden Fall gewillt waren, die liegen gelassenen Punkte in Hessen 3 euch heute einzufahren. Wir haben ein paar Minuten gebraucht, um dann richtig gut drin zu sein. Ich finde, dann waren wir auch gut drin in der ersten Halbzeit, haben uns gute Torchancen herausgespielt, sind auch folgerichtig und auch verdient 1-0 in Führung gegangen. Und muss sagen, bis zur Halbzeit war ich auch zufrieden mit der Leistung von der Mannschaft. Ich glaube, dass wir da wirklich einige Dinge nicht gut gemacht haben, aber mehr richtig gemacht haben und es einfach auch versäumt haben, das zweite Tor zu machen. Das ist uns leider nicht gelungen, aber wir haben dann in der Halbzeit gesagt, dass wir jetzt schauen müssen, weil das Wetter natürlich, die Bedingungen, der Wind war sehr extrem, dass es jetzt ein anderes Spiel gibt, dass wir vor allem sehr kompakt verteidigen müssen, dass wir die Abstände eng halten müssen und dass wir trotzdem versuchen müssen, weiter einen flachen Ball zu spielen, weil es natürlich mit den hohen Bällen auf dem Platz hast du kaum Entlastung hingekriegt, weil er immer wieder zurückgekommen ist. Das war der Plan und wenn du dann aus unserer Situation heraus aus der Halbzeit kommst und dann direkt mit der ersten Aktion individueller Fehler den Ausgleich fressen musst, dann ist es natürlich sehr, sehr, sehr schwer zu verkraften. Und ich finde, ab dann haben wir es nicht mehr geschafft, uns fußballerisch da hinten zu befreien. Ich finde, wir haben weder vom Vertrauen noch von der Kraft her noch von den Wetterverhältnissen dann in der zweiten Halbzeit angezeigt, dass wir dieses Spiel gewinnen können und haben es dann leider folgerichtig auch verloren. Und als Fazit ist es natürlich ganz klar, dass jetzt in den zwei wichtigen Spielen, die jetzt diese Woche waren, wir uns viel vorgenommen haben und ein Punkt definitiv viel zu wenig ist.
Es tut mir leid für die Mannschaft, die ich trotz allem eigentlich auf einem guten Weg gesehen habe. Tut mir sehr leid, ja, weil das natürlich jetzt auch Substanz kostet, auch mentale Substanz kostet. Es tut mir für den Verein leid. Aber so ist es. Ja. Es ist, ist jetzt leider nicht zu ändern, aber es ist definitiv zu wenig in unserer aktuellen Situation. Danke. Vielen Dank, Steven. Gibt es Fragen der Presse? Man hat jetzt das Gefühl in der zweiten Halbzeit, da kommt so gar nichts mehr irgendwie auf die Piste. Eindruck, da hat so das hundertprozentige Aufräumen gefehlt. Du hast jetzt gesagt, Frage der Kraft. Wie ist die Ursachenforschung, dass da jetzt so gar nichts mehr kam? Ja, also im eigenen Spiel ist es natürlich, im eigenen Spiel war es so, dass wir dann bei diesen Witterungsverhältnissen hätten wir engere Abstände gebraucht, um uns fußballerisch hinten raus zu kombinieren. Das haben wir einfach nicht geschafft. Da hat es Zutrauen im eigenen Ballbesitz gefehlt. Frankfurt ist natürlich auch mutiger angelaufen. Ja, wir haben dann gegen den Wind gespielt und ein Stück weit auch haben wir es nicht geschafft, den Gegner anzulaufen und da nochmal Kraft auf den Platz zu bringen. Und just in dem Moment, wo ich nochmal zwei frische Leute bringen wollte, war es mit dem 2-1 dann ein Stück weit dann auch um uns geschehen. Und nochmal, ich glaube, dass wir es dann auch mental nicht mehr geschafft haben, uns aus dieser Situation zu befreien. Es gehört zu sagen, selbstkritisch, die waren ein bisschen spät, die zwei neuen frischen Leute, weil ich meine, normalerweise, wenn man so einen taktischen Wechsel vornimmt, ist ja immer, sieht man immer so etwa nach einer Stunde, dass da was passiert. Du hast bis Mitte der 70er Minuten gewartet, bis du dann tatsächlich die neuen Leute gebracht hast. Ja, bin ich selbstkritisch, war dann zu spät. Hast du sowieso keine Argumente, wenn du am Ende des Tages verlierst. Geht auf meine Kappe. Dafür bin ich Trainer und auch verantwortlich für das Ganze. Ja. Man könnte jetzt sagen, der Ausgleich hat den totalen Bruch herbeigeführt. Ist die Mannschaft noch zu instabil? Man hatte jetzt eher einen Eindruck im letzten Spiel, eigentlich ist er relativ gefestigt, kann auch mal ein Spiel drehen, aber also, dass da so ein Ausgleich so ganz die aus der Bahn haut, ist schon heftig. Also, wie würdest du den Stabilitätsfaktor da ansetzen bei der Mannschaft im Moment? Ist schwer zu sagen, wenn du davor zwei Halbzeiten gegen Hessen Freiheit ein gutes Spiel machst, wenn du auch in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht ein gutes Spiel machst und kriegst dann so einen Nackenschlag. Nochmal, es ist schwer Ausreden, oder es ist einfach jetzt Ausreden anzuführen, will ich nicht. Wir haben es nicht geschafft zu befreien, wir müssen das analysieren. Jetzt steht erstmal, stehen da die Fakten, mit denen muss ich umgehen, aber ich kann es dir jetzt nicht im Detail sagen, woran es gelegen hat. Ja? Schwer. Meine, der Abstiegsgefahr ist sowieso da, sozusagen mit der Leistung von der zweiten Halbzeit Alarmstufe Rot, die allerhöchste Abstiegsgefahr, oder wie wird es das klassifizieren? Ja, die ersten Spiele der Saison waren elementar wichtig, ja, um auch uns einen Kopf zu holen. Und ich hatte das Gefühl, dass wir mit den ersten Spielen von der Leistung her da sind, aber von den Ergebnissen noch nicht. Und Hessen Dreieich war das erste Spiel, wo wir gewinnen müssen, wo wir dann zwei wichtige Punkte liegen lassen. Und wenn du natürlich jetzt wieder gegen einen direkten Konkurrenten das Ergebnis nicht holst, dann verbesserst du deine Situation nicht. Ne? Gerade wenn du weißt, was jetzt als nächstes auf uns zukommt, ist es mit Sicherheit nicht einfach. Aber das Schlechteste wäre, jetzt einen Haken dran zu machen. Man muss sich sammeln und es bringt auch nichts, in der Vergangenheit rumzugraben, sondern man muss sich den neuen Aufgaben stellen. Und es ist wie immer, man kann im Leben hinfallen, man muss aufstehen und muss bis zum Schluss probieren, alles Mögliche daran zu setzen, seine Situation zu verändern. Und das ist die Aufgabe von allen Beteiligten. Ich glaube, dass es bis zum letzten Tag Abstiegskampf für den Verein wird, sein wird. Und bin trotzdem davon überzeugt, dass wir das schaffen können. Aber es ist natürlich ein schwerer Weg, jetzt zu wissen, dass wir zwei ganz große Spiele verloren haben. Ist natürlich ein schwerer Weg. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann darf ich Ihnen nochmal die übrigen Ergebnisse des heutigen Spieltags nennen.
Homburg schlägt Dreieich 1-0. Elversberg gewinnt gegen Hoffenheim 1-0. Astoria Waldorf schlägt den SSV Ulm 2-1. Und die TSG Baling siegt gegen Eintracht Stadtallendorf 3-1. Ja, ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Ihnen eine gute Heimfahrt. Alles Gute. Steven, dir natürlich auch jetzt, was die nächsten Aufgaben betrifft, in Freiburg. Und dann steht ja auch noch ein Pokalspiel an. Und ja, Ihnen allen darf ich noch ein schönes Wochenende wünschen. Das war die Pressekonferenz, die Ihnen von Rohre Motoröl präsentiert wurde. Vielen Dank. Bei uns geht es hier natürlich noch weiter, wie immer, mit Spielerinterviews. Also bleiben Sie noch da, hören Sie noch ein bisschen zu. Ansonsten Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich darf dann ganz herzlich hier oben nochmal unsere Spieler Tarik Afari und Stefan Ritz ganz herzlich zum Spielerinterview begrüßen. Hallo Tarik, salut Stefan. Ja, fangen wir mal mit dir an. Stefan, von Münster nach Worms, von der dritten in die vierte Liga. Wie hast du die Umstellung verkraftet? Wie siehst du das Ganze? Bist du hier auch mit aufgenommen worden? Ja, also die Mannschaft hat mich gut aufgenommen. Ich fühle mich schon richtig gut hier in Worms. Und, ja, jetzt müssen wir konzentrieren auf die letzte Spiele gegen Frankfurt nächste Woche. Ja, für dich hat ja es eigentlich gut hier angefangen in Worms. Das sage ich mal im Französisch für Arrivé gut angekommen. Denn du warst gleich sofort in der Startformation und in der Mannschaft. Gleich jetzt in den 5 Spielen dabei. Das ist ja doch mal ein recht guter Start. Ja, genau, das ist ein guter Start. Also ich habe 6 Monate kein Spiel gemacht, aber ich habe jeden Tag trainiert. Ich bin fit geblieben und jetzt muss ich nur den Rhythmus wieder zurückkommen. Aber ich fühle mich gut auf dem Platz und besser nach jedem Spiel. Tarik, du bist ja dabei, dich in die Mannschaft wieder zurückzukämpfen. Hattest jetzt zuletzt nicht so viele Einsätze. Wie geht es einem Spieler da, wenn er sich im Training immer wieder neu motivieren muss? Gelingt das immer so oder wie geht's dir da? Ja, also ich sage, das ist eine Sache der Einstellung. Natürlich ist man da nicht zufrieden in der Situation, aber wenn man da die richtige Einstellung, das richtige Mindset hat, dann wird man sich von Training eben selbst motivieren können, wenn man ein Bild vor Augen hat, wo man hin will. Und dann wird man da immer 100% abrufen können. Und das ist das Ziel, das versuche ich und dann kommt dabei was raus, auf jeden Fall. Die Mannschaft wurde ja vor dem Hoffenheim-Spiel auf mehreren Positionen verändert und hat eigentlich dann auch das Ganze recht gut gespielt. Deine Meinung, wie schwierig ist das, wenn man plötzlich als Spieler auf einer anderen Position spielen muss? Ja, geht es sofort oder? Ja, ist natürlich eine ungewohnte Situation. Die Abläufe sind anders, die Bälle kommen anders, man muss sich anders anbieten. Natürlich ist es da eine ungewohnte Situation und dementsprechend schwieriger. Fußball funktioniert so, dass man trotzdem den Ball spielt, sich wieder anbietet und wenn man da eine Spielfreude entwickelt und da gut drin ist, auch in einer stabilen Mannschaft, dann wird man auch auf einer neuen Position da gut reinfinden. Ja, Stefan, die Umstellungen haben sich eigentlich auch sehr gut ausgewirkt auf die Spiele. Also die Leistung fand ich in Hoffenheim, in Dreieich sowieso und auch heute die erste Halbzeit, waren ja also nicht die schlechtesten. Du bist im Rahmen dieser Umsortierung, sage ich mal, auf deine eigentliche Stammposition zurückgekommen. Du hast die ersten beiden Spiele linker Verteidiger gespielt und jetzt rechter Verteidiger. Ich glaube, das ist auch deine Position, die du von Haus aus gelernt hast. Ja, also mein starker Fuß ist die rechte Fuß, aber ich kann rechte Seite oder linke Seite spielen und für mich das ist einfach kein Problem. Ich fühle mich wohl auf dem Platz, beide Seiten auch, das ist kein Problem. Ja, natürlich müssen wir auch heute nochmal über das Spiel reden. Tarik, wie hast du es gesehen? Wo waren die Knackpunkte?
in dem Spiel? Ich glaube, wir haben 45 Minuten das Spiel kontrolliert, den Ball gut laufen lassen, viel Ballbesitz gehabt, viel gute Ballstaffetten auch gehabt, den einzelnen Führung. Die erste Halbzeit war dementsprechend eigentlich zufriedenstellend. Ich sage, in der zweiten Hälfte hätten wir weiter mit dieser Spielfreude Fußball spielen müssen, flach zusammen. Natürlich wurde es schwieriger dadurch, dass FSV Frankfurt uns angegriffen hat. Aber wenn wir uns da alle noch besser bewegen und versuchen, da im Ballbesitz zu bleiben, denke ich, können wir da früh auch das zweite Tor schießen. Wenn wir das zweite Tor schießen, sage ich, geht das Spiel ganz anders, dann spielen wir es runter. So ist natürlich dann unglücklich, wie wir dann die Abgefälschte das 1-1 kassiert haben. Und das war natürlich dann wieder ein Open Match, ein Open Game. Und da müssen wir dann versuchen, wieder über gutes Verteidigen reinzukommen. Das hat nicht so ganz gut geklappt, aber wir schauen auf jeden Fall nach vorne und versuchen das nächste Spiel besser zu machen. Ja. Stefan, in der zweiten Halbzeit ist die Mannschaft nicht mehr zurückgekommen. Was war da der Grund dafür? War das fehlende Kraft oder war das der Genickschlag mit dem Ausgleich direkt nach der Pause? Naja, also meine Meinung ist, dass die Mannschaft ein bisschen seine Selbstvertrauen verloren, weil also wie Perik gesagt hat, die erste Halbzeit war richtig gut. Also wir haben dieses Spiel komplett dominiert und zeigen, dass wir waren die beste Mannschaft an dem Platz, aber leider wir haben nicht dieses zweite Tor gemacht und am Ende Frankfurt hat das also hälfte Chance benutzen also für die Ausgleich und dann ja wie gesagt die Mannschaft war ein bisschen ich sag mal mental auf einem Loch und ja dann kassen wir diese zweite Tor, aber das ist einfach meiner Meinung nach eine Kopfsache. Ja, Steven hat es ja vorhin gesagt, sehr schade, dass gerade in Dreieich die zwei Punkte liegen gelassen wurden, weil einfach das zweite Tor nicht gelingen wollte, trotz einer Unzahl von Chancen. Jetzt blicken wir mal voraus auf die nächsten Aufgaben. Also da steht jetzt als nächstes ein Auswärtsspiel in Freiburg an. Wie siehst du Freiburg als Gegner? Und dann haben wir ja auch noch ein Pokalspiel hinten dran. Ja, also Freiburg ist eine U23-Mannschaft, die immer guten Fußball spielen wollen. Die kommen alle aus der Jugend oder die meisten. Die wollen den Ball laufen lassen. Meistens haben die da auch sehr viel Ballbesitz. Wichtig ist, dass wir da sehr, sehr gut verteidigen. Und vor allem dann auch, wenn wir dann den Ball erobern, gute Konter setzen, schnell spielen nach vorne. Aber auch gegen die kannst du gewinnen. Also es ist nicht so, dass sie jetzt eine Übermannschaft sind. Die spielen gut Fußball. Wenn wir mit der nötigen Aggressivität dann aber auch reingehen, da sind U23-Mannschaften dann ein bisschen zurückhaltend, dann denke ich, dass da auf jeden Fall viel für uns geht gegen Freiburg. Ja. Ja, dann spielt Borussia, wie du weißt, Stefan, auch noch im Pokal gegen den FC Speyer. Gut, du kannst vielleicht jetzt, weiß ich nicht, ob du da so die Spielstärke der Klassen hier einschätzen kannst, wahrscheinlich nicht. Aber schauen wir noch mal voraus. Dann das nächste Heimspiel ist der Tabellenzweite, der erste FC Saarbrücken. Es gibt natürlich auch noch mal eine ganz harte Nummer. Ja, klar, also klar, das wird ein schweres Spiel, aber für uns jetzt, also jedes Wochenende wird wichtig für uns, weil wir brauchen Punkte und jetzt haben wir zu Hause verloren, also wir müssen nächste Woche auswärts Punkt holen. Genau, ich denke, jedes Spiel ist jetzt ein Endspiel, ja, und wenn ihr jetzt mal noch einen Wunsch hättet, wie also jetzt die weitere Saison weitergehen sollte oder wie sollte sie enden für euch? Natürlich so, dass wir die Klasse halten auf jeden Fall und du hast es schon angesprochen, das Pokalspiel, dass wir da auf jeden Fall jedes Pokalspiel so mit der nötigen Einstellung rangehen und da alles abrufen, sodass wir da auch bis ins Finale kommen und das dann auch bestmöglich gewinnen. Stefan, deine Zielsetzung? Also, das gleiche Ziel, ich denke, das ist Ziel. Ja, das ist klar. Also, genau, also Klasse halten. Die Mannschaft, der Verein steht da vor persönlichen eigenen Zielen. Ja, ich darf mich ganz herzlich bei euch bedanken für dieses Interview. Vor allen Dingen wünsche ich euch ganz viel Erfolg jetzt in den nächsten Spielen. Alles Gute für euch. Danke, dass ihr da wart. Dankeschön. Macht's gut. Ja. Tschüss.